So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin immer noch im Park. Irgendwie gefühlt kann ich alles im Park machen, was ich machen will. Ich möchte euch mal was zeigen. Und zwar habe ich gerade den Genesekt Solo versucht. Bin komplett gescheitert. Richtig mies. Aber das Mega Sherox Solo war drin. Alles andere war drin. Die Community Raids waren drin. Es ist immer noch Mittwoch bei mir. Der Tag ist so vollgepackt. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe schon so ewig diese Spezialforschung hier auf dem lautlose List, denn ich habe ja einen alten Rocket, Super Rocket Radar übrig gehabt, womit ich Latias geholt habe, und ich hätte mir ein zweites Latias holen können, wollte ich aber nicht. Also habe ich gesagt, ich warte, bis der Wechsel ist, Giovanni mal wieder ein anderes Pokémon hat, dann hat er Latios bekommen, ich habe mir Latios irgendwie holen wollen, dann war mein Account weg, jetzt habe ich immer noch ein Radar übrig. Den könnte ich jetzt für Latios ausgeben und krieg gefühlt dann hier am Ende von der Forschung noch ein oder so. Ich weiß es nicht. Ich müsste auf jeden Fall, wenn ich Latios eingetütet habe, wieder einen über haben, einen zu viel haben, den ich aufheben kann bis zum nächsten, wenn das alles passt. Weil Latios habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Weil ich das gesehen habe, dass das ja noch auf ist, und weil ich zufällig jetzt gesehen habe, dass hier Giovanni ist, also der ist auch hier direkt an dem Stop, ohne dass der Stop überhaupt hier existiert. Giovanni, der Chef. Dieses Werra-Obermain-Tal-Radweg, Obermain-Radweg gibt es hier nicht im Park. Hier gibt es viele Stops, den gibt es nicht. Diese Statuen, Schwimmerin, sonst was gibt es auch alles nicht. Normalerweise war hier auch eine Bank. Da habe ich auch mit einer Turin damals gesessen, Flatti, sonst was, mein Zaulwurf. Aber ist auch nicht mehr da, kannst du dich auch nicht hersetzen. Ich werde jetzt noch mal dahinter laufen, da ist es nämlich hell und freundlich, da sieht mich keiner, da hört mich keiner schreien. Und ansonsten laufe ich jetzt darüber und guck mal, ob wir vielleicht fix den Giovanni noch machen können, damit ich auch endlich mein Mega Latios abholen kann. Ihr kriegt hier das, zack, großartig, Daumen, wir sind gleich zurück beim Giovanni Krypto Latios, habe ich immer zu Mega gesagt. Krypto Latios habe ich nämlich auf meinem noch nicht abgeholt. So, guckt euch die Natur an. Alles ist leer. Hier ist so viel Platz. Da sind die Füße. Die brauchen wir immer wieder. Und wir hängen uns jetzt einfach hier irgendwo hin zwischen die Bäume. Ihr seht jetzt auch im Spiel, ich habe Krypto Latias. Ich habe keinen Krypto Latios. Komme ich überhaupt noch hier ran? Ich komme gar nicht mehr ran. Ich muss wieder zurücklaufen. Ich komme nicht ran. Ich muss wieder zurücklaufen, bis der hier an dem Stop da hängt. Also irgendwie war ich gerade hier bei den Bäumen und habe den gesehen. Und jetzt plötzlich nicht mehr. GPS trifft. Keine Ahnung. Ich war bis da hinten und es ging. Jetzt sieht man ihn. Deswegen werde ich mich jetzt einfach hier hinhängen. Ich habe ihn jetzt angedrückt. Werfen uns jetzt einfach hier ans Wasser, chillen jetzt hier im Schneidersitz wieder mal. Ich muss nur alles aufbauen. So, ich brauche mal Stäble noch. Das ist nämlich hier. Wir sind nicht die Profis. Bei uns ist es anders. Jetzt muss ich mein Stäbchen wieder dazwischen quetschen, damit es hier nicht runterfährt und das Bild niedriger wird. So, das ist drin. Das hält das hoffentlich jetzt. Euch stelle ich jetzt hier auf den Rucksack und hoffe, dass das ein tolles Bild ergibt, mitten im Wald mit Krypto Latios. Latios O für Blau passt. So, Giovanni gefunden. Man hätte den ja natürlich auch an einem Rocket Ballon machen können. Ich empfehle das aber nicht. Wenn ihr einen Rocket Ballon habt und euer Spiel hängt sich auf und ihr geht dann wieder in die App, ist der Ballon weggeflogen und ihr könnt es nicht fangen. Am Stop, wenn sich das Spiel aufhängt, könnt ihr rein und könnt den Stop einfach nochmal anklicken und dann könnt ihr das immer noch machen. Wir schmeißen also jetzt hier unseren Super Rocket Radar rein. Und wie ich sehe, ist nichts mehr gespeichert. Ich hatte eigentlich mal ein Team, ich habe immer RRR gemacht. Mit dem Lucario habe ich die Schilde rausgelockt. Mit dem Kyogre bin ich immer gegen seine Bodenangreifer gegangen und dann hatte ich immer noch ein Despo da, was gut war, der hat aber jetzt Drache, deswegen, ich würde es jetzt mal so machen, Lucario an zweite Stelle, dass ich den direkt einwechsel und diese 3 Sekunden erwarten muss und als letztes gegen seinen
Drachen nehmen wir ein Eis-Pokémon. Was haben wir da an erster Stelle? Wir haben hier Marmudel. Und wir haben Krypto-Marmudel. Wir nehmen einfach mal Krypto-Marmudel mit. Ich hoffe, das hat auch die richtigen Attacken. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, welche Attacken das jetzt hat. Ich habe schon ewig nicht mehr drauf geguckt. Wir jetzt auf jeden Fall hier Lucario. Lucario lädt so schnell auf. Gleichzeitig ist es auch noch Typ Kampf, was also sowieso effektiv ist gegen das normale Snobilicat. Dann wird sein Angriff nochmal verstärkt. Lucario ist einfach, ist genial. Für Rockets immer Lucario nehmen. Ich habe am Anfang immer Regirock genommen oder irgendwas. Der hat mit Zielschuss auch schnell seine Steinkante aufgeladen, aber der ist halt nicht effektiv. Hat aber trotzdem meistens gerade das Snobilicat besiegt. Konnte dann auf den zweiten noch irgendwas machen, hat zwei Schilde rausgelockt. Das war eigentlich auch ganz cool, aber das ist halt effektiver, das ist besser und man kommt eher an ein Lucario als an ein Regirock, weil Regirock ist legendär, müsste aus dem Raid ziehen, müsste dann erstmal pushen, müsste sonst was, müsste hin und her. Und hier braucht ihr das alles nicht, denn Lucario, kannst du dir auch einfach mal ein Riolu von jemandem tauschen. Entwickelt das für 50 Bonbons, ist also schneller erhältlich und schneller machbar. Dir würde eher jemand ein Riolu geben als ein Regirock. Verkackt. Ich hätte einfach angreifen sollen. Ich habe gedacht, okay, der Blizzard ist fast voll. Dann hätten wir sogar mit Kyogre eine Eisattacke gehabt, um einfach drauf zu schwatten. Ging sie jetzt nicht aus, weil Blizzard so ewig braucht zum Vollladen. Jetzt haben wir das arme Kyogre aus Versehen geopfert. Aber das Krypto-Marmudel macht das jetzt hier im Alleingang. Und wir sind tot. Nein! Mir fehlen echt die Worte. Hä? Will der mich komplett verarschen? So, wir geben natürlich nicht auf. Wir probieren das Ganze nochmal. Wir beleben einfach unser Team. Wir gucken uns das nochmal an. Wir machen einfach das Gleiche nochmal, ganz gemütlich. Wenn ihr wüsstet, ja, das ist eigentlich schon mein vierter Versuch jetzt. Ich versuche so zu schneiden, dass das dann ein Fail ist und einmal richtig. Dann ist es nicht so schlimm, wenn wir es komplett verkacken. Ich hau jetzt also hier drauf. Hier ist der Steigerungshieb. Hier brauchen wir gar nichts machen. Er schildert ja eh. Da können wir entspannen, können die Natur beobachten. Alles richtig toll. Dann machen wir das Gleiche nochmal. Er macht hier wieder diesen. Wir hauen den nächsten Steigerungshieb raus. Er schildert ja eh wieder. Wir brauchen also nichts machen. Und jetzt nicht auf Aurasphäre gehen. Das war nämlich eben das Problem. Ich wollte Aurasphäre drücken und genau als es voll war, war ich aber auch schon tot. Das heißt, ich gehe trotzdem auf Steigerungshieb und knüppel dem jetzt halt die ganzen Steigerungshiebe rein, mir egal. Dann habe ich ja immer diese 3 Sekunden, ist trotzdem ein bisschen effektiv. Er muss immer kurz warten wieder, er macht trotzdem Schaden. Also er ist jetzt auch tot, aber was habe ich beim letzten Mal gemacht? Ich bin ja so, ich kann doch eigentlich wieder wechseln. Wenn ich jetzt reingehe, kurz mal so angreif und jetzt aufs Kyogre wechsel vielleicht, dann hat er noch gar nichts gemacht. Ich habe wieder 3 Sekunden, oder? Kann hier jetzt drücken, habe ihn gleich fort, hoffe ich. Er ist weg und was mache ich? Kriege ich Blizzard voll? Niemals im Leben kriege ich Blizzard voll. Brauche ich gar nicht probieren. Das dauert viel zu lange. Ey, so kompliziert habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Ist schon so ewig her, mal so jemanden hier gemacht zu haben. Jetzt drücke ich wieder hier drauf. Marmudel hat, glaube ich, aber sein Lawine voll, oder? Ne, noch nicht, aber jetzt gleich. Und es fehlt schon so viel beim Latios. Der hat vorhin immer ganz, ganz wenig übrig gehabt. Das Stück, was jetzt schon fehlt, könnte sein, dass mir das jetzt zum Sieg verhilft. Ich muss nur 1, 2, 3 mal kurz einen Quick-Move durchbringen. Oh mein Gott! Ich hab's geschafft, der ist weg. Das war wirklich ungelogen. Das war der vierte Versuch. Der vierte Versuch. Jedes Mal habe ich gedacht, bei Lucario, du nimmst jetzt Aurasphäre. Ich drück drauf, tot. Ich war tot in dem Moment immer, wo es voll war. Was? Wie ist das nur möglich? Ja, mit Geduld und Spucke und tausendmal wechseln, durch das ständige Hin- und Herwechseln. Ohne hätte ich das überhaupt nicht geschafft. Also keine Ahnung, fragt mich nicht, wie man Giovanni besiegt.
Ich kann euch keine Tipps geben. Ihr habt gesehen, ich total, der hat mich komplett rausgenommen hier. Jetzt hier ein blaues mit 824 und meiner Meinung nach können die nicht fliehen. Also nehmt immer eine Beere, die mehr Bonbons gibt. Wir können ja jetzt trotzdem mal den Fangtrick machen. Wir tun das mal hier den Kreis einstellen. Wir versuchen dann mal drauf zu hauen. Bisher bei mir war immer jedes Krypto-Legendäre auch im ersten Ball drin, aber es gibt Leute, die sagen, nee, der kann auch fliehen, der kann auch ausbrechen. Bei mir habe ich 3-4 Bälle gebraucht. Meiner Meinung nach kann es nur sein, dass sie daneben geworfen haben. Sonst brauchst du nicht mehr Bälle. Du siehst, ich habe nicht mal in den Kreis getroffen. Er ist trotzdem drin im ersten, egal was ich gemacht habe. Wir müssen es noch bewerten und ich habe jetzt schon Angst beim Bewerten und es ist wieder mega schlecht. Warum macht man das? Es ist so schlecht. Wir haben hier 5, 6, 7, 7, 7 oder 8, 8, 10, 13 irgendwas. Jetzt habe ich endlich das hier fertig bei der Spezialforschung, kann das beides abholen, kann die Punkte abholen, kann das Ei abholen. Aber gefühlt kriege ich ja jetzt gar nicht nochmal ein Radar. Das heißt, beim nächsten Mal muss ich trotzdem wieder eine Forschung komplett machen. Ich habe keine... Ach nee, warte mal, wenn die Forschung um ist, weil das war, glaube ich, die letzte Forschung, müsste ich dann die aktuelle Forschung kriegen. Lautlose List war, glaube ich, noch die erste, wo man Latios bekommt. Und wenn ich lautlose List jetzt abhole, müsste ich jetzt automatisch die Rocket-Forschung kriegen. Für diesen Monat, wo man ja eigentlich das Blaue von eben halt bekommt, um dann damit neu anzufangen, oder? Nö. Ja, da blicke ich nicht mehr durch. Ich lag die ganze Zeit gut, habe mir immer einen aufgehoben und durch das ständige einen aufheben ist jetzt einer irgendwie verschwunden oder so. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich kann nochmal neu starten, gucken, ob dann was anderes ist, glaube ich aber nicht. Jetzt bin ich komplett durch den Wind. Ich habe immer einen übrig gehabt und die alte Forschung aufgehoben und habe gesagt, wenn ich dann nämlich den einlöse, ich brauche nicht den aus der Forschung, ich habe noch einen. Wenn ich den eingelöst habe, nehme ich dann erst den aus der Forschung mit. Ah, ich grüße dich, Pokémon-Trainer. Guck, Team Go Rocket, ich hab's gewusst, du musst nur neu starten. Jetzt habe ich die Feldnotizen Team Go Rocket. Und die muss ich so weit spielen, dass ich den Rocket Radar kriege, den Super Rocket Radar. Und den Super Rocket Radar hebe ich mir dann wieder auf, bis das Pokémon wechselt. Manche haben das jetzt bekommen, diesen Monat, und haben in diesem Monat dann das blaue Latios abgeholt. Ich habe das mit dem alten abgeholt und den für diese Forschung mit Latios nehme ich mit fürs nächste, für den Wechsel, sodass ich irgendwann vielleicht zweimal Krypto Rayquaza holen kann oder sowas. Gewinne einen Raid, ja, fang ein Krypto, besiege 3 Team Go Rocket Rübel. Jetzt habe ich die Feldnotizen Team Go Rocket. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wie gut war euer Latios? Diesmal ist es wirklich meins. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut und euer Ramses.